Hallo, liebe deutschsprachige Teefreunde aus ganzer Welt und vor allem aus Österreich, aus Belgien, aus Dänemark, aus der Schweiz, aus Luxemburg, aus Deutschland und aus meiner Heimat, dem Elsass. Seid alle willkommen bei mir, Stefan Erler. Ich bin der Gründer des Teamasters Blogs seit 2005 und auch der Betreiber der Teeboutique tea-masters.com. Dort finden Sie alle guten Tees und Zubehöre, die ich hier in Taiwan finde und selektiere. Heute kommt unser Thema wieder einmal aus dem Netz und zwar sogar aus Deutschland. Ich wurde auf YouTube gefragt, was ist denn meine Meinung über Cha Dao? Jemand möchte gerne eine Lektion über Cha Dao haben und zum Thema chinesische Tees. Nicht den japanischen Cha Dao, denn den mache ich nicht, sondern über Cha Dao für chinesische Tees. Okay, aber bevor ich da meine Meinung gebe, und das ist auch nur meine Meinung, da möchte ich zuerst ein paar Konzepte erklären. Deshalb sind wir heute sehr professorisch. Es wird vielleicht ein bisschen langweilig, denn wir werden viel über Theorie sprechen. Aber ich versuche das ein bisschen auch leichter zu erklären. Und die großen Konzepte, die ich zuerst erklären möchte, sind Kung Fu Cha, Nummer 1, Cha Yi und Cha Shi. Kung Fu Cha ist vieldeutend. Es hat am Anfang bedeutet eine Art Tee-Vorbereitung, die aus China in Chaoshan, Chaozhou, da in der Nähe von Guangzhou, erfunden wurde. Und besteht daraus, dass man eine kleine Juni-Kanne benutzt, immer nur drei Tassen, ein Nilu, das mit Kohle erhitzt wird, also Wasser, das mit Kohle erhitzt wird. Und das Wasser wird normalerweise eher damit hier erhitzt als mit etwas aus Eisen. Und den Tee, der dann in dieser Vorbereitung vorbereitet wird, ist immer Oolong. Also ein Oolong, das sehr, sehr stark geröstet ist und das sehr, sehr kostbar damals war. Und deshalb hat man nur kleine Teekannen benutzt, weil dieser Tee so kostbar ist. Mit kleinen Kannen kann man weniger Teeblätter benutzen und das genügt für drei Leute. Wenn mehr Leute kommen, dann sollen sie sich auch andere Freunde finden, damit sie zu dritt auch Tee vorbereiten. Jetzt in moderner Zeit heißt eigentlich Kung Fu Cha etwas ziemlich anders. Kung Fu Cha ist nicht nur für geröstete Yen Cha, also Oolongs aus Ui. Man kann Kung Fu Cha auch mit roten Tees, mit Hochberg-Oolongs machen, mit Teguanin. Man kann Kung Fu Cha mit sogar grünen Tee oder Pu'er machen. Für viele Leute heißt jetzt Kung Fu Cha eine kleinere Kanne benutzen, anstatt auf europäische Weise Tee vorzubereiten. Europäisch Tee vorzubereiten ist eher eine große Kanne haben und länger die Teeblätter ziehen zu lassen. Chinesische Kung Fu Cha heißt jetzt zurzeit also eher kleine Kannen und aber jeden möglichen Tee, nicht nur Yen Cha und auch nicht unbedingt drei Leute, man kann es alleine
genießen, man kann es zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft etc. Genießen. Kung Fu Cha zurzeit, jetzt heißt es mehr, ein Tee vorzubereiten mit Skill, also mit Skill. Jetzt fällt mir der Name auf Deutsch nicht mehr. Das wäre also zum Konzept Kung Fu Cha. Man sieht also, es ist vieldeutend, es hat sich bewegt zwischen der zum traditionellen Kung Fu Cha und dem heutigen modernen Kung Fu Cha. Kommen wir jetzt zum zweiten Konzept, Cha Yi. Dieser Cha Yi, also Tee, Kunst. Yi für Yishu, die Kunst des Tees. Und dieses Konzept wurde eher in Taiwan in den 80ern erfunden, 1980er. Als Taiwan sich bereicherte und die Leute wieder etwas mehr Zeit hatten und Lust, Tee vorzubereiten, da wurden ganz viele Teehäuser in Taipei und in der Umgebung eröffnet. Und ein paar Lehrer wollten, dass man mehr als nur Gongfu-Tee vorbereitet. Diese Vorbereitung sollte auch ästhetisch schön sein. Also das Konzept von Schönheit wurde da eingeführt. Man hat angefangen, solche Chabu, also Teetücher, zu benutzen und dann auch Blumen. Es sollte etwas auch schön sein mit Blumenarrangements. Es ist ein bisschen so evolviert, dass Cha Yi zum heutigen Zeitpunkt sich mehr und mehr vom Tee eigentlich entfernt hat und nur eine ästhetische Dimension hat. Also was man für Tee vorbereitet, ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass es sehr schön aussieht und dass Blumen da sind und dass man auch selber schön angezogen ist, etc. etc. Jetzt kommen wir zum anderen Konzept, Cha Shi. Shi ist eigentlich was man von einem Theaterauftritt sagt, also Ishi, ein Auftritt, Shi, zwei Auftritte etc. Für den Tee heißt es eigentlich nur, okay, ich bereite einen Tee vor oder zwei Tees oder drei Tees, aber es ist eine Möglichkeit, die Teevorbereitung zu zu zählen. Aber es ist auch hier wieder vieldeutend. Bei Cha Shi hat vor 10 Jahren ungefähr Tipak diesen Konzept von Cha Shi Mandala so ein bisschen erfunden, und dass ein Cha Shi der ganze Vorgang von der Vorbereitung des Tees bezeichnet und auch es versucht, um es wirklich sehr schnell zu sagen, es versucht, Cha Yi und Kung Fu zusammen zu bringen, dass man versucht, den Tee gut vorzubereiten, wie beim Kung Fu, aber man versucht, den Tee auch schön zu veranstalten und eine Harmonie zwischen allen Elementen mitzubringen. Dass der Tee also nicht entfernt von der Ästhetik sei, sondern dass der Tee auch der Motor der Kunst im Cha Shi wird. Also dass zum Beispiel heute versuche ich ein bisschen beim ersten Advent einen Cha Shi mit diesen
Weihnachtsblume zu machen, zum Anlass des ersten Advents. Und den Tee, den ich benutze, ist auch ein hochoxidierten Oolong, das viel Süße bringen wird, auch viel Fruchtigkeit, auch eine große Palette an Aromen, an Düfte. Und es ist nicht ein roter Tee, sondern es ist immer noch ein Oolong, dieser Concubine Oolong. Und deshalb ist es so, es hat Zeichen von Grün und von Rot. Schmeckt sehr, sehr würzig und das finde ich passt wirklich sehr, sehr gut zum Anlass dieses ersten Advents. Und ich werde ihn also so vorbereiten, wie ich, damit er am besten schmeckt. Die beste Technik anzuwenden, um den Tee um das Beste aus den Blättern zu bekommen. Aber gleichzeitig versuche ich, diesen Anlass des Tees auch ein bisschen wie ein Kunstwerk, wie ein Theaterstück zu werden. Es hat einen Anfang, es hat wir haben die erste Rolle beim Tee und dann auch natürlich unsere Gäste. Und ich versuche da mich natürlich wohlzufühlen und dass alle meine Sinne Freude an diesem Tee bekommen und dass sogar ein bisschen Kunst da entsteht. Also man, wie gesagt, Chashi versucht wirklich Kung Fu und Chai zusammen zu bringen. Den modernen Sinn von Kung Fu und auch den modernen Sinn von Chai. Jetzt kommen wir zum Cha Dao. Was ist Cha Dao? Cha Dao ist eigentlich eine Vorbereitung vom Tee in Japan. Die wurde von Rikyu erfunden oder er hat sich ein bisschen er hat nicht ganz alles erfunden. Diese Vorbereitung des Matcha-Tees, die kam ja von der Song-Dynastie und ein Teil der Vorbereitung mit dem Löffel und dem Wasser, das kam eher von der Tang-Dynastie. Also ist es eine Kombination von Tang und Song. Aber er hat das kodifiziert und er hat dann eine Schule gegründet oder ist sogar der Gründer von mehreren Schulen, denn mehrere Schulen sagen, okay, wir lernen von eigentlich, er ist unser Meister. Er hatte als Schüler sogar der Kaiser von Japan. Und dieser Cha Dao hat also Japan, weil er so nah am Kaiser war, total influenziert. Wenn man an dem Cha Dao in Japan denkt, dann denkt man vielleicht sogar an der Seele von Japan. Alle Gesten, das zeigt doch die sehr, sehr große Respekt, den die Japaner allen zeigen, deren Geduld und wie präzise und minutiös sie in allen Sachen sind, auch sehr sauber. Man kann also sagen, dass dieser Cha Dao einen immensen Einfluss auf die Gesellschaft Japans hatte bis heute, auch wenn viel weniger Leute jetzt diesen Cha Dao noch praktizieren, aber es ist immer noch wie ein Ideal von allen Japanern gesehen. Um wirklich japanisch zu sein, sollte man den Cha Dao lernen und ihn lange, lange praktizieren. Gibt es einen solchen Cha Dao in China mit Kung Fu Cha? Meine
Schnell Antwort, eigentlich ist nein. Man sieht, es ist sehr, sehr verschieden von der Situation in Japan. In Japan gibt es Schulen, die seit Generationen diesen Chadao unterrichten und weitergeben. Und Chadao heißt ja Teeweg, einen Teeweg. Und was ist ja ein Weg? Ein Weg ist, wenn man in der Natur geht und vielleicht im Wald wandert, was ist da ein Weg? Ein Weg ist ein Pfad, das von vielen Leuten benutzt wird. Und am Anfang sieht man diesen Pfad kaum, und je mehr Leute ihn benutzen, desto weiter wird er, desto sichtlicher wird er, und zum Schluss wird es vielleicht sogar eine Autobahn. Also ein Weg muss wirklich von vielen Leuten gegangen worden sein, um ein Weg zu werden. Wenn es nur ein paar Leute in China hier oder dort es immer ein bisschen verschieden machen, dann ist es nicht ein Weg, sondern es sind mehrere Methoden, um Meditation vielleicht und Tee zu kombinieren, aber es ist noch kein Chadao. Beim japanischen Chadao gibt es schon ein paar Gründe, ein paar Prinzipien, die sehr ähnlich sind. Zum Beispiel, Wa ist Harmonie von allem. Und beim Chashi habe ich ja erklärt, man versucht alles mit dem Tee zu harmonisieren. Das würde also passen. Das zweite Prinzip von Chadao ist Kei, dieser Respekt für allen, für die dabei getragen haben, die den Tee gepflückt haben, die den Tee gemacht haben, die Kannen gemacht haben, den Porzellan gemacht haben, etc. etc. Für die Kultur und die Vorfahren, die all diese schöne Tellerchen auch per Hand gemalt haben. Es ist also eine sehr traditionell freundliche Idee und Grundsatz. Es gibt auch Sei, das ist ein Grundsatz der Sauberkeit, der Reinheit. Natürlich, wenn wir einen Tee vorbereiten, wollen wir den Tee und unsere Tassen sollen sehr sauber sein, bevor wir sie benutzen, und wir beim Vorwärmen machen wir sie auch noch ein bisschen weiter sauber, und wie ich letzte Woche erklärt habe, sind die Blätter schon von sich aus sehr sauber, und man muss sie nicht mehr waschen. Und Yaku, das ist der Grundsatz von Calm, also ich versucht nicht sehr viel zu sprechen, wenn man Tee genießt. Man versucht sich ruhig zu verhalten, denn wenn man nicht ruhig ist, dann kann man die vielen Nuancen vom Tee nicht gut ergreifen und erleben. Deshalb sind also diese vier Grundsätze vom Chadao auch, man kann sie auch im Chashi und im Tee finden, im chinesischen Tee, aber sie wurden nicht so formalisiert, sie wurden nicht so weitergegeben, und vor allem sie sind nur von einer Minorität gemacht, also sogar die Kaiser aus China haben keine großen Teezeremonien mit diesen Grundsätzen gemacht. Die Präsidenten aus der Nationalzeit oder auch jetzt aus der kommunistischen Zeit haben mit
eine Teezeremonie, auch mit einer Gongfu-Chao oder Chai-Zeremonie wenig am Hut. Und man sieht, deshalb sind diese Prinzipien in der chinesischen Gesellschaft zurzeit nicht so sehr vorhanden, nicht so wie in Japan. Deshalb, aus all diesen Gründen, gibt es keinen richtigen chinesischen Chadao, wie man ihn in Japan versteht. Man kann, es gibt natürlich Bewegungen, um Tee und Zen zu kombinieren, aber man sollte vielleicht nicht diesen Namen Chadao benutzen, denn sonst wird es auch wieder zu vieldeutig. Vielleicht ist es besser, einen neuen Namen für diese Art von Bewegung zu benutzen. Okay, ich glaube, ich habe alle Themen da erfasst und ich wünsche euch noch einen guten Sonntag und einen glücklichen ersten Advent. Bis dann, bis nächste Woche. Tschüss.